Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück. Was heißt zurück? Ich habe gerade versucht, hier ein Video aufzunehmen auf unserem wunderschönen Citybuild-Server und leider haben sich dann die Ideen verflüchtigt, weil wir haben jetzt schnell gerade kleine Streamer besucht. Ihr könnt euch das Video angucken, das müsste von euch aus gesehen gestern erschienen sein. Deswegen nehme ich jetzt einfach noch das auf, was ich eigentlich aufnehmen wollte. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute Folgendes. Und zwar tippe ich mich jetzt random zu Leuten hin. Ich würde sagen, ein paar hier auf Hopfen, ein paar auf Malz. Und dann machen wir irgendwas für die. Entweder baue ich denen einen schönen Eingang oder ich stelle denen einfach mal eine Kiste mit ein paar Sachen hin, damit die, weiß ich nicht, wenn die was Großes bauen zum Beispiel. Also wir gucken jetzt einfach mal, wo wir landen. Es geht direkt los. So, wir sind leider nicht auf dem Plot. Das muss bei irgendjemand auf dem Plot sein. Hier ist ein Level 5 Ofenfarm. So, haben wir hier. Pass auf, wir haben, das hier ist ein Plot. Babo Gamer. Ich guck mal, ob ein eigenes GS hat, weil das sieht hier natürlich nach einem größeren GS-Projekt aus. Das ist seins, aber scheinbar benutzt der das nicht. Schade. Ich werde mich jetzt einfach so lange TP'en, bis ich bei jemandem auf einem, das hier ist ein Community-Plot. Also, das ist ein Clan-Plot, da kann ich auch nicht viel machen. Hier, sowas zum Beispiel. Ist das denn deins? Das ist nicht sein Plot vom Ovi. Ich kann aber mal schnell gucken, ob er hier einen Plot hat. Hat er Tatsache. Hier steht aber auch noch nichts drauf. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss mal jemanden finden, der schon... Ah, hier. Das sieht, wenn das jetzt ein Angelbot ist. Ich raste auf. Okay, vielleicht finden wir jetzt auch wieder einfach live einen Angelbot. Das kann natürlich auch sein. Entschuldigung, ich habe die Webcam vergessen. Wir machen die mal an. Bumm, hi, da bin ich. So, und ich bin jetzt mal gespannt. Es kann doch nicht angehen, dass ich gefühlt in jeder Folge einfach einen Angelbot finde. So, es gibt ja mehrere Methoden, um das rauszufinden, ob das ein Angelbot ist. Wir suchen... Nein, ist es nicht. Also zumindest jetzt gerade nicht. Müssen wir mal kurz warten. Nee, ist kein Angelbot. Nee. Okay, nochmal Glück gehabt. Scheinbar kein Angelbot. Können gleich nochmal hier hin. Also, ich sehe schon, es ist auf jeden Fall ein neuer Spieler. Er hat noch keinen Rang oder sie. Ich weiß es nicht. Heißt Mäuschen. 27.10, wahrscheinlich das Geburtsdatum. Und da ist noch nicht so viel. Also, hier gibt es scheinbar noch echt viel Bedarf, was zu tun. Also, würde ich sagen, wir machen einen klangheimlichen Eingang. Muss ja nicht überhübsch sein, aber wir machen einfach mal klammheimlich ein. Ich werde jetzt einfach mal hier anfangen. Ah, sie kriegt das nicht mit. Wollen wir mit Kies arbeiten? Also, ich glaube, für den Anfang ist immer... Ach, ich bin ja hier auf Englisch. Ich finde immer, am Anfang ist so ein Eingang mit Gravel eigentlich ganz gut. Also, Kies... Ich will nicht, dass sie das sieht. Hat sie nicht mitgekriegt. Jetzt hat sie schon mal zumindest einen kleinen Eingang. Das heißt, sie kann den hierher machen. Genau passend zum Haus. Und ich würde sagen, wir stellen jetzt mal noch eine Kiste irgendwo hin. Hier so ein bisschen versteckt. Müssen wir aber erstmal warten. Ich überlege gerade, was wir reinpacken können. Holz würde ich jetzt nicht nehmen. Holz hat sie nämlich schon ganz, ganz, ganz viel. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt einfach mal so, weil ich nicht genau weiß, was sie braucht, weil hier noch nicht so viel ist. Packe ich hier jetzt einfach mal einen kleinen Dia-Block rein und werde sie ein bisschen trollen. Oder ihn, ich weiß es ja nicht. Wir tippen sie jetzt einfach mal hierher, mal gucken, was passiert. Also irgendwie, okay, jetzt ist es auf jeden Fall out of order, weil jetzt angelt auch nicht mehr weiter. Oh, hups. Sie hat den Eingang gar nicht gesehen. So, ich glaube, sie waren gerade ganz kurz mal nicht am PC. Ich mache es mir ein bisschen noch offensichtlicher. Aber lass dich nicht stören. Angel einfach weiter. Das passiert nun mal ab und zu. Aber vielleicht sollte ich dir noch zeigen, dass du jetzt eine neue Kiste hast. Vielleicht ist die neue Kiste ja interessant. Guck doch mal rein. Nein, die Kiste. Wo willst du hin? Die hier. Ja, genau. Du hast einen Eingang. Hat sie, oh, ich sag, Kiste. Guck doch da mal rein. Okay, wir machen es jetzt noch mehr offensichtlich. Man weiß ja auch immer nicht, wie alt die Person ist. Oh. Wie alt die Personen hinter sind. Öffne mich. So, pass auf. Vielleicht schreibt sie gerade was. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass sie was schreibt. Aber ich frage es jetzt nochmal. Da ist jetzt dieses Schild. Öffne mich. Jetzt mach doch mal die Kiste auf, Mensch. Komm schon. Öffne die Kiste. Öffne die Kiste. Ah. Ah. So, damit ja, bin ich mal hier fertig, zumindest. Ich würde sagen, wir suchen uns den oder die nächste raus. Ich schon geguckt, wer war das? Was ist hier los? Hilfe, Geister. Jetzt bin ich wieder bei ihr gelandet. Wo bin ich jetzt? Oh, auch neuer Spieler. Das ist immer ganz schwierig bei ganz neuen Spielern, die einfach ein komplett leeres Plot haben. Da weiß man gar nicht, was man machen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob sie da ist oder er. Ist auch immer so eine Sache. Er oder sie. Oh, okay, ist weg. Okay, dann, wir suchen mal weiter. Ah, guck mal, das sieht, da bin ich, sag mal, ich lande immer bei denselben jetzt, das gibt's doch gar nicht. So, guck mal, ich bin hier beim, ich bin beim Marshall. Oh, ich bin auch bei ihm auf dem Plot.
Und der kämpft gerade, das heißt, er kriegt nichts mit, sehr gut. Der macht gerade in seiner Blaze-Farm ein bisschen Action. So, dann rennen wir mal hier raus, gucken wir uns mal oben um. Was hat er denn hier alles gebaut? Mensch, Mensch, Mensch. Ist das der Eingang hier? Eingang. Guck dir das mal an. Okay, es ist ja mal ganz interessant gebaut. Das habe ich auch noch nie so gesehen. Aber ich sehe schon eine Sache, die wir direkt machen können. Eine Blume abreißen zum Beispiel. Entschuldigung. Nee, die muss hier hin, ne? Die muss hier hin. So, die muss da hin. Da machen wir jetzt mal was. So, einmal. So. Und was wir noch machen können, das mache ich übrigens auch immer in meinen Livestreams. Ich versuche jeden Tag zu streamen. Klappt momentan nicht so gut, aber irgendwann bin ich mir sicher, dass das klappen wird, jeden Tag live zu sein. Oh, irgendwann. Und da mache ich sowas auch für euch, ja? Euch die Ränder bearbeiten oder Eingänge. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, müsst ihr halt einfach nur im Stream dabei sein. Am besten Glocke aktivieren, dass ihr es nicht verpasst, wenn ich live gehe. Weil es momentan leider, leider, leider noch nicht möglich ist, eine feste Zeit dafür zu machen. Meistens aber so 18 Uhr rum. So, wir machen dem jetzt nochmal hier den Rand hübsch, weil ich finde, dass das so mit Dingern, also mit Fans einfach besser aussieht. Es sieht einfach besser aus. Und jetzt machen wir noch was. Und zwar hauen wir mal schnell den Baum hier weg, bevor der kommt. Ja, ich könnte das ja auch mit Word Edit machen oder so, aber... So, den Baum habe ich auch mal schnell weggemacht. Dann haben wir jetzt einfach den Vorteil, er hat einen schönen Eingang. Und das Schöne ist, er weiß ja noch gar nichts von seinem Glück. Der sitzt immer noch da unten. Ich glaube, der kriegt das gar nicht mit. Wollen wir den mal hier hochtippen? Oh, das machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht freut er sich dann. Vielleicht ist er auch einfach AFK. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt sehen. Er oder sie ist offensichtlich AFK. Schade. Aber zumindest, wenn er jetzt wieder an seinen Rechner kommt. Oder sie. Das muss man immer dazu sagen, ne? Er oder sie. Zumindestens dann, würde ich mal sagen, hat er oder sie... Der Mensch sieht dann einen wunderschönen Eingang und ja, warum nicht? Ist doch auch mal was Hübsches, ne? So, dann suchen wir uns mal auf Malz noch ein paar Leute raus. Wir gehen mal schnell auf Malz. Da muss ich auch in Vanish gehen und jetzt tippe ich mal schnell und bin bei Hellfox gelandet. Das ist auch sein GS hier, sehr gut. Das ist aber ein großes GS. Was macht der denn da gerade? Der baut irgendwas ab am Baum. Hier kann ich zumindest schon mal keinen Eingang machen, einfach weil hier noch nicht so viel ist. Gott, das ist ein großes Merch. Das ist ein 16er Merch, ist das. Das ist ein 16er Merch. Der baut hier gerade den Baum ab. Ging aber schnell. Wer hat denn das hingekriegt? Also, ich muss jetzt mal sehen, wie hat er das denn gemacht? Das ging richtig schnell. Ehrenhaft auch, er hat sich den Biergott rangegönnt. Finde ich cool. Ist halt natürlich eine Unterstützung für uns, ne? Ah, der arbeitet der mit Instabreak? Ich weiß es nicht. Kann sein. Er hat wahrscheinlich Instabreak an. Jetzt die Frage, was könnte er denn gut gebrauchen? Er baut hier gerade ganz offensichtlich, hat auch ein bisschen Deko gemacht. Aber da ist dann immer die Frage, was kann so jemand gebrauchen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Und die werden wir ein bisschen heimlich machen, die Idee. Wir nehmen mal ein bisschen Gold und ein Beacon. Pass auf, wir machen das jetzt mal heimlich. Ich hoffe, dass er das nicht sieht, dass ich jetzt hier ein Loch mache. Ich weiß es nicht. Mach mal, jetzt sieht er uns auf jeden Fall nicht mehr. Wir machen hier einfach mal ein Beacon hin und lassen ihn leuchten direkt, ne? So, jetzt leuchtet er schon direkt, aber er sieht das noch nicht. Ich werde jetzt nochmal eine Glasscheibe nehmen. Er sieht das nicht. Er sieht nicht, dass er ein Beacon hat. Meine Freunde, ich habe ihm gerade ein Beacon geschenkt. Und er sieht das. Er bekommt das nicht mit. Aber er guckt doch auch in die Richtung, Mensch. Jetzt müssen wir ihn dahin lotsen. Eigentlich. Aber der kriegt ja gar nichts mit. Der baut hier. Ne, der farmt dort ab und baut dann direkt. Aber er kriegt das gar nicht mit. Da ist ein Beacon. Oh, oh. Oh. Hoppala. Das ist wunderschön, ne? Ja, Mann, freu dich über dein Beacon. Er baut jetzt einfach so unbeeindruckt weiter. Ja, ist halt ein Beacon jetzt, Mensch. Ja, passiert. Weißt du was, wir gehen einfach mal direkt zum nächsten. Und wir sind jetzt bei Brückeneis. Hat Brückeneis denn einen Plot? Weil er ist gerade hier am Spawn. Gucken wir mal, ob er einen Plot hat. Oh, das ist leider leer. Schade, da kann ich nichts machen. Also wenn es komplett leeres Plot ist, dann weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Nehmen wir mal den nächsten. Blauer Engel ist aber nicht bei sich auf dem Plot. Sprich, wir müssen mal gucken, ob Blauer Engel hier einen Plot hat oder nur zu Besuch ist. Mo, ja, das nenne ich mal einen Plot. Nicht so dicht bebaut, aber wir sind noch ein Plot. Was baut die denn hier? Aber die benutzt nur diese Netersteinziegel. Hat aber noch nicht ausgehöhlt. Also eingerichtet meine ich ausgehöhlt. Und sie hat einen eigenen Shop hier auch. Aber das ist doch nicht ihrer. Ghostboy, Cyberghost. Aha. Ich hoffe, das sind aktuelle Shops, weil wir ja das Shop-Problem hatten. Bin ich mal gespannt. Warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Tatsache.
Das waren alte Shops. Die können wir also abreißen. Die Schilder funktionieren nicht mehr. Wenn das alte Shops sind, sind das einfach Schilder, die nicht mehr funktionieren. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich müsste eigentlich... Ich weiß es nicht. Ich kann das mal gegenprüfen, indem ich mal aus dem Game Mode rausgehe. Ah, die funktionieren noch. Das heißt, ich habe die jetzt umsonst abgerissen. Ja, gönn dir. Kannst ja neu machen. Ich wollte jetzt nur wissen, ob das alte Shops sind. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man sich ja zur Not neu setzen. Also, meine Schuld. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr Bescheid. So, Bronco. Ich habe eine Idee. Ich glaube, Bronco braucht einen Freund. Ein Freund fürs Leben. Lieber Bronco, du fühlst dich da drin echt einsam. Ich merke das. Du hast Wasserchen. Ja, du bist auch super traurig. Ich sehe das auch. Bronco, mein Freund, wir machen das mal ein bisschen einfach jetzt. Wir werden mal deinen Zwinger ein wenig erweitern. Aber nicht viel, nur ein wenig, weil ich bin der Meinung, alleine leben ist doof. Das ist einfach so. Leute, alleine leben ist doof. Wir machen also jetzt das Beste draus. Wir werden Bronco ein klein wenig Gesellschaft geben. Aber vielleicht auch eine etwas lustigere Gesellschaft. Und wir werden es gleich sehen, was ich mir da jetzt Dummes einfallen lasse. Bronco, du sitzt ganz brav da. Du rennst mir jetzt auch nicht weg. Ja, versprochen. Hier müssen wir jetzt gleich nochmal von außen neu placen. Das machen wir mal schnell, dass Bronco da nicht aus dem Loch rennt. Und hier erweitern wir einfach mal das Dach ganz, ganz, ganz kackendreist. Ganz frech mache ich einfach mal ein bisschen mehr Dach hin. Ja, wuff, ich weiß. Schweres Leben hast du, Bronco. I feel you, brother. I feel you. Das ist ein ganz, ganz furchtbar schweres Leben, was du da drinnen führst. Das ist also von Einsamkeit beherrscht. Ich treffe diese Stangen hier einfach nicht. Mein lieber Bronco, du kriegst jetzt... Gesellschaft, und zwar kriegst du jetzt Gesellschaft von, ich weiß es noch nicht, von wem kriegst du denn jetzt Gesellschaft? Guck mal, das ist jetzt hier der Auspuff. Ist ja ein bisschen größer geworden. Bronco, du kriegst jetzt Gesellschaft. Was nehmen wir denn für einen Namen? Warum geht das nicht? Bronco, du kriegst jetzt hier eine Nachbarin. So, und die Nachbarin und deine Mitbewohnerin oder Mitbewohner, ich urteile da nicht, der oder sie braucht noch einen schönen Namen. Du hast ja schon den Namen Bronco. Dann nennen wir dich, wie nennen wir sie denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich mach das mal ganz klassisch mit einem Anvil. Nicht slightly damaged, bitte, einen normalen. Wobei es eigentlich auch vollkommen egal gewesen wäre. Und Name Tag, so. Der Name Tag, den brauchen wir, der ist wichtig. So, der Name Tag. Also, wir müssen jetzt mal. Wie nennen wir dich denn, Mensch, Mietz, Mietz? Wenn das schon Bronco ist, dann bist du jetzt Harald. Ich finde, das ist ein wunderschöner Katzenname. Harald, gönn dir Bronco. Also, Bronco und Harald, ihr seid jetzt im Geiste vereint. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß zusammen. Ich mache das mal vorsichtshalber noch hier oben zu, weil ich nicht genau weiß, ob Harald eventuell wegrennt. Harald braucht dann auch noch was zu essen. Also, liebe neue Besitzerin, bitte, oder Besitzer, la blaue Engel. Pass auf, wir machen das jetzt auch so. Der blaue Engel soll ja direkt wissen, dass da ein neues Haustier ist. Das Problem ist nämlich nicht, dass das verhungert. Das wäre ja echt schade. Also, tippen wir sie mal ganz frech hierher. Und, uff. Ich glaube, sie merkt das noch gar nicht. So, ich mach da mal das. Okay. Sieht sie das gar nicht, statt dass das jetzt größer ist? Dass die Leute, die rennen mit Scheuenklappen durch die Gegend. Jetzt wundert sie sich erstmal, warum sie hier ist. Wir machen das jetzt noch besser. Wir gehen jetzt mal hier rein. So, und dann tippe ich sie mal hier rein. Vielleicht merkt sie es ja jetzt. Ich gehe wieder raus. Nee, Mauzi, du bleibst da drin, Harald. So, sie guckt auf jeden Fall und tippt sich wieder hier hin. Also, okay, das ist jetzt ein bisschen schade. Ich glaube, sie weiß gar nicht, was ich ihr Gutes getan habe. Finde ich ein bisschen doof. Ja, schade, blauer Engel. Tschüss dann, ne? Ich weiß es nicht. Also gut, vielleicht ist es auch nicht, es ist nicht nur ihr GS alleine, habe ich gerade gesehen. Vielleicht ist es nicht ihr, vielleicht weiß sie gar nicht, wie es da aussieht. Dann hat jemand anderes jetzt das Glück gehabt. So, und als letztes gucken wir mal, vielleicht finden wir ja noch jemanden. Ah, das sind immer alles leere GS, da kann man nichts machen, Leute. Ah, hier ist jemand, Alphatastisch. Der Alphatastisch wohnt hier in einer wunderschönen Steinhütte mitten im Nirgendwo. Ist auch sein Grundstück, Alphatastisch. Ich gucke mich mal ein bisschen um, was du eventuell gebrauchen könntest. Du siehst eh gerade sehr beschäftigt aus. Ah, der Alphatastisch hat hier angefangen, eine Mauer zu bauen. Also er umhüllt sein GS hier mit einer Mauer. Definitiv. Das heißt, er braucht noch das Material dafür weiter. Aber scheinbar hat er das schon. Aber was er nicht hat, ist ein schicker Eingang. Guckt euch das mal an. Hier hat er leider keinen schicken Eingang. Das ändern wir jetzt. So, das ging immer ganz schnell, ne? Dann machen wir das Bäumchen mal auch noch weg. Ah, leider despawnen die Blätter nicht, wenn die auf der Straße sind. Ja, ich würde mal sagen, hast jetzt einen schicken Eingang. Warum auch nicht? Gönnt ihr auf jeden Fall. Und meine Freunde, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, ob ich sowas öfters machen soll. Und wie ihr die Folge fandet, schreibt es mir auch in die Kommentare. Lasst ruhig eine Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Der Horst ist raus. Tschüss.